Ja, hallo. Willkommen im Naturkundemuseum. In Berlin. Heute mit Linda und Uwe. Wir sind die Ausstellungsmacher hier am Museum für Naturkunde und wir nehmen euch mit auf eine kleine Tour durch die Ausstellung. Genau, und erklären euch dabei ein bisschen, was hinter der Aufgabe steckt, Ausstellungen zu konzipieren, umzusetzen. Wir finden das ganz toll. Und teilen uns ein bisschen auf. Ich übernehme hier und dann machen wir einen kleinen Weg durch das Museum und nehmen euch ein bisschen mit in unsere Welt. Zur Erklärung jetzt waren wir gerade zusammen, beide die Masken auf. Wir sind alle getestet. Wir haben seit heute im Museum ein offizielles Testzentrum. Negativer Test, deswegen darf ich jetzt, solange ich allein bin, die Maske abnehmen. Das ist besser für euch, könnt ihr mich besser verstehen. Marc hinter der Kamera hat natürlich die Maske auf. Nachher, wenn wir zusammen sind, setzt es auch wieder auf. Genau. Hallo okay. Auch von mir. Ihr könnt wie immer eure Fragen stellen über den Chat oder unten über die Q&A-Funktion und ich gebe die dann an die beiden weiter. Genau. Wir sind hier. Ich habe gar keine Ahnung, was du gerade filmst, aber du wirst natürlich darauf eingehen können. Wir sind hier im Sauriersaal des Naturkundemuseums. Ein Raum, der 2007 eröffnet wurde. Das war das erste große Projekt, das ich mitgemacht habe. Und damals hat sich so eine Art Stil etabliert, den wir seitdem für unsere Ausstellungsprojekte immer natürlich optimieren, aber an dem wir ein bisschen festhalten. Und das ist hauptsächlich, hängt daran, dass wir in einem Team arbeiten und dass wir uns auf das, was im Museum vorhanden ist, fokussieren. Damals waren wir in der Lage, mit europäischen Mitteln und mit Mitteln der Lotto-Stiftung hier größere Teile der Dauerausstellung zu erneuern. Und wir haben uns entschieden, damals uns auf Dinge zu fokussieren, an denen unsere Wissenschaftler arbeiten und die man mit unserer Sammlung darstellen kann. Und wir haben damals auch angefangen, einen neuen Ausstellungsstil für uns zu entwickeln. Der jetzt insgesamt so neu ist, weiß ich nicht, für uns war er neu. Und das war, dass wir uns ein bisschen abgewendet haben von der Idee, dass jeder Besucher, der ins Museum kommt und alleine unterwegs ist, unbedingt alles Mögliche lernen muss in der Ausstellung, sondern wir wollten erreichen, dass die Leute erstmal das total spannend finden, was sie sehen, dass das Lust macht. Und dann wollten wir das ergänzen mit zusätzlichen Angeboten wie einer Führung, wie einem Workshop. Und da kommt dann dieses Lernen immer stärker in den Fokus. Aber am Anfang, gerade wenn Besucher ohne einen Guide oder ohne ein zusätzliches Angebot reinkommen, sind die da alleine gelassen. Und da soll es erstmal toll sein. Und das könnt ihr auch sehen, das setzt sich sofort um in die Ausstellungsgestaltung. Was man nämlich in diesem Raum hier sehen kann, ja, wie gesagt, ich kann den Bildausschnitt jetzt nicht einschätzen, aber wenn man hier so rumguckt, drüben gibt es so Plattenfossilien, also Fossilien, die eher zweidimensional aussehen. Hinten kann man so ein paar Flugsaurier erkennen. Hier stehen die großen Dinosaurier. Das sind alles Pflanzenfresser. Da drüben stehen ein paar Raubsaurier. Und was ihr jetzt nicht sehen konntet in dem ganzen Schwenk, waren irgendwelche Texte, die reinragen in dieses Bild und eine optische Konkurrenz zu den Objekten erzeugen. Also kein Text steht da und schreit, ich brauche 10 Minuten, wenn man mich lesen will, sondern es gibt nur die Objekte und man kann sich erstmal auf diese Objekte einlassen. Und wenn mich jetzt was besonders anspricht, können wir auch machen, gehen wir mal rüber. Wenn mich was besonders anspricht, wie zum Beispiel diese Raubsaurier, dann gehe ich näher dran, denke so, ah toll, spannend, und dann kommen die Informationseinheiten in das Blickfeld. Das macht einen Riesenunterschied für wie Besucher sich in unserem Museum verhalten. Und das spielt für uns Ausstellungsmacher auch eine Riesenrolle. Also wenn es jetzt mal ein bisschen darum geht, was macht unser Arbeiten besonders aus, ist, dass wir, wenn wir ein beliebiges Thema bekommen, das wir umsetzen sollen in der Ausstellung, dann versuchen wir uns zu überlegen, was für uns da besonders spannend dran ist und wie wir dieses Spannende so aufbauen können, dass möglichst ein breites Publikum, also nicht nur Museumsmitarbeiter, nicht nur Naturwissenschaftler, nicht nur Bio-Leistungskursler oder sonst was, sondern die ganze Bevölkerung da draußen, wie wir das so aufarbeiten können, dass die Menschen hier reinkommen und sagen, ah toll, hätte ich gar nicht gedacht, super spannend, schön anzugucken, macht Spaß, macht Lust irgendwie. Dazu gehört eben, dass wir uns auch genau angucken, wie Besuchende sich bei uns verhalten.
Und hier in dem Fall kann ich sagen, spielt eine Riesenrolle. Man kann Besucher ganz grob in zwei Schwarz- und Weiß-Gruppen aufteilen. Natürlich gibt es ganz viele Graustufen. Und das eine Extrem sind die Leute, die kommen, die wollen nur gucken. Und das andere Extrem sind die Leute, die kommen rein und die wollen lesen und vor allem, die wissen auch ganz viel, eigentlich wollen die ihr Wissen wiederfinden. Und wenn die noch mehr wissen, schreiben die mir eine E-Mail und sagen, da weiß ich aber auch noch was, das gehört auch noch rein. Und dazwischen gibt es ganz viele Übergänge natürlich und für uns kann ich sagen, die erste Gruppe, die nur gucken will, das sind über 80%, weit über 80%. Und jetzt besteht für uns die Herausforderung, das Ganze so spannend, so toll zu machen, dass sie nicht nur gucken, sondern ein bisschen was lesen, ein bisschen was mitnehmen. Dazu können wir vielleicht später noch was sagen, wie das geht oder wenn eine Frage kommt. Aber wichtig in dem ganzen Werdegang unserer Entwicklung, also 2007 hier die Saurierhalle aufgemacht, jetzt sind wir mitten in unserem Zukunftsplan. Das Museum hat ja 660 Millionen Euro zugesagt bekommen für eine Komplettsanierung, Renovierung, Ausbau zum Campus mit anderen Partnern. Und auf dem Weg dorthin war die erste Station hier, dass wir gesagt haben, wir laden in unser Konzeptionsteam alle Wissenschaftler ein, die Lust haben, die relevant bei uns forschen, was deren Themen sind, die versuchen wir in die Ausstellung zu bekommen. Der zweite Schritt war, dass wir dann gesagt haben, naja, das Museum hat ganz viele Sammlungen, über 30 Millionen Objekte. In den Ausstellungen sind ein paar tausend zu sehen, aber lange nicht alles. Können wir einen Blick in die echten Sammlungen gewähren? Das war das Nächste. Und das Allerneueste ist, dass wir versuchen, auch das Wissenschaftmachen quasi in eine Ausstellung mit reinzubringen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Linda wartet da auf uns und wird euch unser neuestes Projekt erzählen. Danke erstmal dafür. Gut. So, wir gehen zu Linda in unseren sogenannten Saal 2. Hallo. Ja, hallo. Ich weiß jetzt nicht genau, was euch Uwe erzählt hat, aber ich vermute mal, er hat zumindest angeteasert, dass er jetzt hier eins unserer neuen Projekte zu sehen genau. bekommt. Hier sind wir direkt neben dem Sauriersaal, im sogenannten Saal 2, so heißt er zumindest bislang noch. Und was ihr hier seht, also hinter mir in diesem Saal, ist eine Digitalisierungsstraße oder zumindest ist es etwas auf dem Weg dahin. Das ist nämlich ein Pilotprojekt, was wir hier gerade starten. Wir haben ja am Museum mehr als 30 Millionen Objekte, die alle digitalisiert werden sollen. Und wir starten natürlich erstmal mit einem Teil davon und versuchen in diesem Saal neue Methoden und Techniken zu entwickeln, wie ein Teil der Sammlung, nämlich hier genau die Insektensammlung und sogar nur ein kleiner Teil dieser Insektensammlung, dann im großen Maßstab später digitalisiert werden kann. Und das machen wir schon seit über einem Jahr hier in dem Saal. Das ist eigentlich ein Ausstellungssaal, den wir aber den Kollegen eben aus der Sammlungsdigitalisierung zur Verfügung gestellt haben. Natürlich unter der Bedingung, dass das so passieren kann, dass Besucher zusehen können. Und was hier passiert, also wenn normalerweise Leute da sind, ihr seht hier rechts diese Schränke, die schon so ein bisschen älter und altbacken aussehen. Da drin sind Kästen mit Insekten. Das sieht dann ungefähr so aus wie dieser hier mit ganz vielen genadelten Objekten. Und die Kästen aus diesen Schränken werden dann an den verschiedenen Stationen hier im Saal hinter uns in unterschiedlicher Art und Weise digitalisiert und neu aufbereitet und ziehen dann im Prinzip dort links in neue Schränke ein. So, das ist ein bisschen der Ablauf, der hier drin stattfindet. Und als Besucher kann man hier in diesen Bereich reingucken und sich das auch angucken. Und eine Idee von uns war eben damals, wir machen die Türen auf, die Leute können reinkommen und können mit den Wissenschaftlern und den Mitarbeitern hier, die eben diese Digitalisierung machen, auch direkt ins Gespräch kommen und sich austauschen. Das haben wir erstmal als Experiment so aufgezogen, relativ low budget, alles rein, keine große Information, außer diese kleine Präsentation hier vorne, um zu gucken, wie das eigentlich funktioniert. Weil sowas interessiert uns in unserer Arbeit, wir versuchen immer ganz viel zu experimentieren, auch mit dem Echten, mit dem Authentischen. Also das heißt, hier ist eigentlich nichts inszeniert an diesen Arbeitsplätzen, sondern die sehen halt aus, wie sie auch aussehen würden, wenn sie an einem anderen Ort im Museum wären. Jetzt haben wir das ein bisschen laufen lassen und haben auch festgestellt, vom Feedback her von beiden Seiten, dass es erstmal total gut ankommt. Allerdings auch so ein bisschen uns unsere Kollegen gespiegelt haben, naja, viele Leute trauen sich gar nicht so richtig hier reinzukommen, weil sie gar nicht wissen, ist es jetzt wirklich irgendwie ein Ort, wo ich als Besucher reinkommen darf. Naja, es ist nur so eine kleine Tür und dahinter sind lauter Leute, die arbeiten. Also haben wir gedacht, na gut, dann probieren wir es jetzt mal, das noch ein bisschen anzupassen und einfach die Inszenierung, ähnlich wie in einem Sonderausstellungsprojekt,
halt ein bisschen hochzufahren, würde ich jetzt mal sagen. So, und wie in jedem anderen Sonderausstellungsprojekt verbinden wir natürlich den Inhalt mit der Inszenierung. Und hier haben wir jetzt eben natürlich das Thema Digitalisierung, also sehr technoid. Hier werden Tiere in Daten überführt letzten Endes und das Thema Insekten. Und was uns jetzt hier ein Anliegen war, war quasi den Innenraum eigentlich so zu lassen, wie er ist, weil da müssen auch die Kollegen arbeiten und das sieht auch so aus, aber den Außenraum mit dem Innenraum irgendwie zu verbinden. Und wenn man sich jetzt hier umguckt, müssten wir uns jetzt einmal drehen, Marc, echt in die Richtung. Wir haben jetzt hier auf der einen Seite ein riesiges Raster angebracht, wo dann später lauter Insektenkästen reinkommen. Ja, also das heißt, wir haben hier einmal das Ausgangsmaterial, aber auch ein Raster, was ein bisschen auch dafür steht, dass ja, die Aufrasterung von Daten, also sowas sehr, sehr, sehr technisch ist. Auf der anderen Seite des Saals haben wir quasi so eine Brücke geschlagen, findet man nochmal die Entsprechung dieser Insektenkästen. Allerdings ohne Insekten drin, das wird nachher nämlich eine Projektionsfläche, wo wir dann auch Informationen für Besucher, zum Beispiel, was ist der aktuelle Count, wie viele von den 15 Millionen Insekten habt ihr denn schon digitalisiert oder ähnliches, eben drauf projizieren können. Das heißt, wir spielen hier sowohl mit echten Objekten hier auf der einen Seite, als auch mit digitalen Objekten oder einfach nur mit digitalen Informationen und schaffen so ein bisschen einen Rahmen für diesen Raum. Und wenn man jetzt hier so auf den Boden schaut, dann sieht man auch schon ein bisschen, wie wir uns Themen nähern. Wir greifen Themen auch relativ breit umfassend auf, versuchen halt viele Facetten, die inhaltlich zum Thema gehören, mit aufzunehmen und an verschiedenen Punkten mit aufzubringen. Also hier haben wir jetzt schon einen Boden, der so ein bisschen auch sich wieder an diese Idee Daten, Datennetzwerke, vielleicht sowas Technoides aufnimmt und mit einzelnen Begriffen auch spielt, die nachher inhaltlich eine Rolle spielen werden. Genau. Und können wir noch da vorne um die Ecke gehen? Sehr gerne. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn wir in so einen Prozess reingehen und uns inhaltlich eben mit dem Thema auseinandersetzen, dass dann ganz viele Ideen zusammenkommen, ne? Assoziationen auch mit den Themen, sei es eben dieses Digitale, das Technoide. Das wird auch später noch eine große Rolle im Saal spielen. Wir werden auch da natürlich die Digitalisate nutzen, die hier entstehen. Also hier entstehen 3D-Modelle oder hochauflösende Aufnahmen von den einzelnen Insekten und die werden wir natürlich auch nutzen, um dann hier die Informationen, die zum Thema passen, darzustellen. Und hier an dieser Seite, das ist jetzt relativ pragmatisch, weil diese Vitrine, das ist eine sehr alte Vitrine, die war halt hier auch als Begrenzung, damit Besucher nicht dort reingehen können, weil klar kann auch nicht jeder zwischen den Geräten rumlaufen, müssen halt schon so ein bisschen das abtrennen. Das hier alte Vitrinen, wir hatten überlegt, was machen wir damit, hätten wir was reinstellen können oder so, aber wir haben gesagt, hey, die wollen wir irgendwie nutzen als eine Art Projektionsfläche auch. Und was wir jetzt hier gefunden haben oder entwickelt haben, ist quasi die Kaschierung mit einer Folie, die wiederum, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, angelehnt ist irgendwie auch an die iridisierenden Farben, die man häufig bei Insekten findet, ja? Also bei Käferpanzern oder bei den Facettenaugen. Ich meine ja immer dieses Schillernde und ich weiß nicht, ob man das jetzt gut auf dem Bild erkennen kann. Ich denke schon. Aber, genau, ich glaube, es ist ein schöner Hingucker. Diese Vitrine werden wir eben von innen dann auch nutzen, um sie mit Projektionen zu bespielen. Und wenn man jetzt hier nochmal ein bisschen in den Raum reinguckt, also es gibt natürlich viele verschiedene Ebenen, die alle einen Sinn machen, für uns zumindest. Ihr seht diese Gerüststruktur, die da drin ist, ne? Diese blauen Gerüststangen, die haben jetzt nichts damit zu tun, dass wir kurz vor einem Umbau hier stehen, sondern die sind absichtlich da drin und die bilden so eine Art Netzwerk. Also auch da haben wir wieder aufgegriffen aus dem Thema Digitalisierung und Datennetzwerke. Wir wollen natürlich auch die Daten, die in unserer Sammlung stecken, möglichst erfassen und eben in neue Wissensnetze zusammenbringen. Ne? Was ist es für ein Tier? Was hat es für eine Geschichte? Wo wurde es gefunden? Was hängen da vielleicht für Forschungsaspekte mit dran? All das soll in diesem Digitalisierungsprojekt zusammengebracht werden. Und das findet sich eben auch wieder in der Gestaltung. Dieses Wissensnetzwerk und überall da, wo die Stempel runterkommen, ist dann eine der verschiedenen Digitalisierungsstationen. Und die Idee ist, dass dann später dieses Netzwerk eben auch miteinander, also mit dem Rest der Inszenierung interagiert. Also es wird hochspannend. Ich merke schon, ja. Lohnt sich auf jeden Fall, dann nochmal vorbeizukommen, wenn es eingerichtet ist und das Museum wieder geöffnet hat. Genau, und weiterhin wird es natürlich möglich sein, hier irgendwie in Kontakt zu bleiben mit den Wissenschaftlern, weil das ist eben ein Kernaspekt. Und für uns es ist eigentlich total spannend, jetzt endlich mal ein Projekt auch mit Insekten zu machen. Denn tatsächlich, wir können schon mal uns lange auf den Weg darüber machen, tatsächlich spielen die bei uns in den Dauerausstellungen gar nicht so eine große Rolle, obwohl sie natürlich ultra wichtig sind. Und wenn man sich überlegt, dass unsere Sammlung selber
eigentlich die Hälfte aus Insekten besteht, nämlich 15 Millionen Objekte in unseren Sammlungen sind tatsächlich Insekten. Die sind alle genadelt, wie die Schmetterlinge, die wir eben gesehen haben. Die machen wirklich einen riesen Teil der Sammlung aus. Aber hier in den Dauerausstellungen haben wir natürlich auch nur begrenzt Platz, um all diese Sachen zu zeigen. Deswegen freuen wir uns, dass wir da jetzt das Thema Insekten und alles, was da dran hängt, hier nochmal besonders aufgreifen können. Und ein weiterer Ort, wo Insekten eine Rolle spielen, da kommen wir jetzt gleich hin. Vielleicht noch, wir können hier noch eine kurze Station machen. Also, dass wir gar keine haben, stimmt natürlich nicht. Hier seht ihr eine Riesenlibelle. Ich weiß nicht, ob man jetzt gerade sehen kann, wie groß dieses Modell ist. Die Relation wird, denke ich, deutlich, ja. Genau, das ist natürlich jetzt nur eine Nachbildung, also ein Modell. Aber tatsächlich gab es mal eine Zeit, wo es solche riesigen Libellen auf der Erde gab. Da war die Sauerstoffkonzentration viel, viel höher. Und dadurch konnten Insekten auch so groß werden. Jetzt im Vergleich, wenn man irgendwie guckt, heute die größte Libelle ist dann doch relativ überschaubar groß. Wenn man jetzt so die Hand daneben sieht, das ist das, was wir heute haben. Das da oben ist um ein Vielfaches größer, was hier mal rumgeflogen ist. Genau, und der nächste Ort, an dem wir Insekten hier finden können, der führt uns auch schon zu Uwe in unserer zweiten Station. Gucken, ob er da ist. Okay. Ich sehe, er spickt noch schnell. Okay, dann bis gleich, Linda. Hallo Uwe, welcome back. Hallo. Genau, Insekten war das Stichwort für mich. Genau. Hast du inzwischen, wenn du Fragen hast, meldest du dich zwischendurch. Genau. Also hier sind wir an der Biodiversitätswand und hier ist eine ganze Reihe von Insekten auch mit abgebildet. Sehr schöne Tiere, sehr von klein bis groß. Oben haben wir die großen Nashornkäfer oder Bockkäfer. Gibt ein paar Schmetterlinge, gibt aber weit mehr als Insekten hier drin. Nebendran die Spinnentiere, Krebstiere. Übrigens für alle, die Angst vor Spinnen haben, das nicht immer einschätzen können, einfach die Beine zählen. Wenn es weniger als 8 Beine sind, braucht man keine Angst haben, dann ist ein Insekt bis zu 6 und darunter ist dann wieder was anderes. Also alle Insekten haben 6 Beine. Hier sind wir eigentlich im Raum, in dem es um Evolution geht. Und jetzt kann ich so ein bisschen das aufgreifen, was ich vorhin am Eingang erzählt habe, dass es uns darum geht, erstmal für die breite Öffentlichkeit was zu schaffen, was geeignet ist, dass man Interesse weckt. Und das klingt vielleicht so ganz selbstverständlich und es ist aber total wichtig für unsere Arbeit. Ich kann das erklären an dem Thema Evolution. Für Naturkundemuseen ist Evolution ein ganz wichtiges Thema. Jedes größere Naturkundemuseum hat dazu irgendeine Einheit in ihren Ausstellungen. Wenn jetzt mein Anspruch ist, dass ich Evolution so darstelle in einem Raum, dass man das lernen kann, während man in der Ausstellung ist, dann muss ich alles an Informationen reinstecken, was man dazu braucht. Ja? Und jetzt kann ich ein ganz einfaches Beispiel machen. Man kann berechnen, wie lange ist ein Besucher im Durchschnitt im Museum. Und das geht so zwischen 1,5 und 2,5 Stunden hier in Berlin. Wir sind so an der oberen Grenze. Bei uns sind die Besuchenden über 2 Stunden knapp. Und dann kann ich sagen, okay, eine halbe Stunde geht drauf für Garderobe, Toilette, Shop, Café. Also bleiben 1,5 Stunden übrig und die verteilen sich erstmal so ein bisschen gleichbleibend auf dem Raum. In dem einen bleibt man ein bisschen länger, in dem anderen ein bisschen weniger lang. Aber so im Schnitt haben wir 20 Minuten pro Raum. Das heißt, mein Anspruch müsste sein, dass ich es schaffe, ohne eine Begleitung ein Thema so aufzuarbeiten, dass ein Besucher in 20 Minuten lernen kann, was Evolution ist und wie es funktioniert. Und ich glaube, es gibt mir jeder recht, es ist unmöglich, das zu schaffen. Deswegen studiert man Biologie mehrere Semester und nicht nur eine halbe Stunde. So, das Interessante ist, die natürliche Reaktion eines Menschen, wenn er mit einem Thema konfrontiert wird, das zu komplex ist, normalerweise frage ich immer, was denkt ihr, was das ist? Aber ich kriege jetzt keine Antwort, deswegen frage ich mich selbst, was denke ich wohl, was das ist? Weiß ich nicht. Doch, weiß ich. Die natürliche Reaktion ist nämlich nicht, das ist jetzt zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Die natürliche Reaktion ist, das interessiert mich nicht. Weil man will vor sich selbst nicht zugeben, dass man was nicht versteht. Und wenn dieser Fall eintritt, dann kommt hier ein Besucher rein ins Museum, sieht Evolution, geht rein, geht durch die Ausstellung und sagt, das interessiert mich nicht, geht raus und sagt, Evolution interessiert mich nicht.
Ich will genau das Gegenteil erreichen und deswegen ist für uns das wichtig, das Thema anders aufzubauen. Deswegen arbeiten unsere Dauerausstellungen auch anders. Also für Dauerausstellungen muss man auch immer wissen, es ist anders als bei einer Sonderausstellung. Die steht sehr lange und es sind immer mehrere Räume, die zusammen irgendwie erlebt werden können, nacheinander. Und dann hat jeder Raum irgendwie ein Thema. Und für uns ist wichtig, dass die Besucher, wenn die rauskommen aus dem Museum, dann sind die zugeschüttet mit Informationen und Eindrücken. Und irgendwie müssen die sich ja orientieren können. Deswegen versuchen wir in jedem Dauerausstellungsraum irgendwie so eine ikonische Einrichtung zu haben. Was weiß ich, ihr seid gerade eben durch den Raum mit dem großen Globus geführt worden. Jetzt sind wir in einem Raum mit der Biodiversitätswand. So, und hier haben wir versucht, zum Eingang, also als Inspiration für das Thema Evolution, ein Bild zu schaffen von der Vielfalt der Natur, weil die ist letzten Endes das Resultat von Evolution, von Entwicklung. Es entwickeln sich Arten, die sich gegenseitig voneinander abgrenzen und sich weiterentwickeln. Dann kommt die bunte Vielfalt. Und das ist das, was auch ein Forscher sieht, wenn er in die Natur geht. Dann sieht er die Tiere, da sind keine Schildchen dran, man sieht nicht sofort, was es ist. Und jetzt geht es darum, sich darauf einzulassen, das zu entdecken. Und genau das passiert an dieser Wand. Besucher kommen hier rein, gucken sich das an und man kann, wenn man die beobachtet, auch sehen, dass sie sich in diesem Raum oder vor dieser Installation anders verhalten als in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt mal so ein stereotypes Bild aufmachen kann, ein Stadttouristenpärchen, das reinkommt und an den Dinosaurier steht und dann gucken die beide hoch vielleicht und sagen, wow, ist der groß, wie hoch ist der wohl? Und einer von beiden wird relativ schnell gucken, ah, da ist ein Schild, da steht so und so hoch und dann heißt es, die sagen, der ist so hoch. Ah ja, gut, was hat er wohl gefressen? Ah, da steht es. Das kann man durchaus beobachten, kann ich auch auffordern, das nächste Mal im Naturkundemuseum nicht nur selber gucken, sondern auch gucken, was die anderen machen. Wenn man hier reinkommt, ist es was ganz anderes. Was ist es? Ja, steht hier gar nicht. Ach, guck mal, ein Schmetterling. Und die Besuchenden, die verweilen sehr lange hier vor der Wand, entdecken die richtig und suchen dann auch gegenseitig, sich zu erklären, was da ist. Wir haben auch eine kleine Hilfe, da komme ich gleich drauf. Aber ganz wichtig ist, dass diese Wand, wenn die für alle funktionieren soll, dass die unterschiedlich aufgebaut ist. Dass es da einen Mix aus Skurrilem und Bekannten gibt, ja, Exotik. Und aller Weltsarten. Manchmal gibt es so Kleinigkeiten, ich weiß gar nicht, ob du das draufkriegst. Wahrscheinlich schon. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Wellensittich, und der sitzt nicht auf einem Ast oder Stab, sondern auf einem kleinen Finger. Und es ist meistens ein Highlight, wenn jetzt zum Beispiel Familien da sind und die Kinder entdecken das vor den Eltern, dann sind die sehr stolz und sagen, guck mal, ich habe was entdeckt. Jetzt habe ich vorhin auch schon diesen Punkt gemacht, dass nicht jeder Besucher automatisch erstmal lesen will. Die meisten wollen gucken. Ich persönlich gehöre auch zu der Sorte, wenn ich in andere Museen gehe, ich will im Museum gar nichts lesen, ich will gucken. Und dann gibt es auch eine Sache, die ist schlimmer, als wenn da zu viele Texte sind. Das ist nämlich, wenn ich was sehe, was mich interessiert und ich kann nicht rausfinden, was es ist. Und das Problem hatten wir hier bei der Wand. Man kann sich vorstellen, ich weiß nicht, wie viel du drauf kriegst, aber wenn hier jedes Objekt mit einer Objektbeschriftung ausgestattet wäre, so groß, dass man es lesen kann von hier unten, dann wäre das Bild kaputt. Ja? Deswegen haben wir hier eine kleine Einheit gefunden. Vielleicht sind bei den Zuschauern ein paar Fotografen und denen kann ich sagen, es gibt einen maximalen Abstand von der Wand, der beträgt, ich glaube, 4,5 Meter. Und die hat man dann, um diese Wand fotografisch abzubilden. Und dann würde man, das war damals recht kompliziert, ich glaube, heute ist die Technik da weiter. Und dann gibt es hier das Abbild und es gibt eine Lupe und dann kann man wie der Forscher genau hinsehen und kann dann auf dem Bild in der Beschriftung sehen, was für ein Tier das ist. Und das führt eben auch dazu, dass die Besuchenden, wenn sie nicht alleine da sind, dass sie anfangen, miteinander zu kommunizieren. Was ist denn da oben? Ah, warte mal, meinst du nochmal genau? Ah ja, den. Und dann sind wir an einem Punkt, den wir auch erreichen wollen. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir unsere Botschaften besser erreichen, wenn das Publikum, das da ist, miteinander sprechen kann über das, was sie sehen. Es gibt ja verschiedene Szenarien, die durchaus ihre Berechtigung haben. Mir geht es häufig so, wenn ich mit Bekannten in ein Kunstmuseum gehe und dann ganz aufgeregt bin, weil ich was Tolles sehe und sage, ah, guck mal da vorne, und dann habe ich das noch nicht richtig ausgesprochen. Dann sagt schon jemand, und das ist okay, weil man muss ja die anderen nicht unbedingt stören, aber es macht was mit einem. Also wenn ich zum Beispiel neues Museum, die Nofretete unbedingt sehen will und gehe da mit Freunden hin, weil ich sage, ja, das ist ganz toll, was sie gemacht haben, wir müssen das sehen. Man kommt hin und man darf nicht darüber reden, man ist ganz emotional. Bis ich an dem Punkt bin, wo ich darüber reden kann,
ist die Emotionalität weg und die Begeisterung, die verblasst ein bisschen schneller, weil ich sie nicht direkt teilen kann. Geteilte Begeisterung ist tatsächlich doppelte Begeisterung. Vielleicht, ich gucke nebenbei auf die Uhr, das will ich überziehen. Wir sind ja hier, Corona-Masken und so, wir sind ja in einer speziellen Zeit unterwegs und wir nutzen tatsächlich jetzt diese Schließzeiten, um ein bisschen unsere Ausstellungen wieder aufzuarbeiten. Und was Ausstellungsmachen auch betrifft, ist die Objektsicherheit. Ich habe vorhin gesagt, wir haben 2007 begonnen, uns ganz, ganz stark auf unsere Sachen zu fokussieren. Wir machen eigentlich keine Ausstellungen, die wir nicht über unsere Sammlungen abdecken können. Aber natürlich ist nicht jedes Objekt, das wir hier zeigen, so aus der Sammlung entnommen. Speziell in dieser Wand gibt es eine Unzahl von Tieren, die wirklich speziell auch für diese Wand präpariert wurden. Die Wand würde ein ganz anderes Bild machen. Also wenn man hier steht, du müsstest dich ungefähr auf die Kamera an einen anderen Winkel, aber wenn man hier steht, dann gucken viele Tiere von hier drüben nach hier und von hier, die gucken nach da. Die Blickrichtung ist nach hier gerichtet und der Besucher hat das Gefühl, dass er hier genau hingehört. Wenn die Tiere in eine andere Richtung gucken oder wenn das Objekte sind, die komplett anders für einen anderen Zweck gebaut sind, würde man das, also zumindest wenn ein Großteil davon einfach so reingeklatscht wäre, würde man das merken und die Wand sieht ganz anders aus. Also werden manche Tiere werden extra dafür präpariert, genau an der Position da zu sein, während man andere vielleicht so aus der Sammlung nimmt. Insgesamt ist Ausstellungspräparation immer der Versuch, den Idealtypus eines Tieres festzuhalten. Ja? Es gibt auch die Idee, dass man eine Szene einfriert. Wir haben beispielsweise einen Geparden da unten stehen. Den könnte man jetzt auch in vollem Galopp da irgendwie in vollem Lauf sehen und dann würde das aussehen wie aus einem Film, wenn man einen Still macht an einem bestimmten Punkt. Das kann auch sehr attraktiv sein, ist aber, wenn man nur so arbeitet, kann das auch ermüdend sein. Und meistens versucht man den Charakter eines Tieres einzufassen, dass es so aussieht, als würde es leben und als würde es irgendwie dazu passen. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Keine Ahnung. Genau. Und in der Sammlung ist es so, dass man für die Sammlung muss man viel Masse, ich habe ja gesagt, wir haben wahrscheinlich über 30 Millionen Objekte, die müssen untergebracht werden und je schmaler und kompaktierter die Tiere sind, umso mehr bringe ich in einen Schrank rein. Das heißt, echte Sammlungsobjekte sind eher nicht ausladend und dreidimensional, sondern so kompakt wie möglich gestaltet. Man kann die auch umarbeiten, genau. Und wenn wir jetzt in die Ausstellung gehen, dann ist es so, das sind ja keine Objekte, die dann verbraucht werden, sondern das sind Sammlungsobjekte alle und die bleiben auch Sammlungsobjekte, die sind identifiziert, die sind von irgendjemand gesammelt, wir wissen, wo die herkommen, da steckt auch ein wissenschaftlicher Wert dahinter. Und es ist unsere Aufgabe, die Objekte so einzusetzen, dass sie der Nachwelt erhalten bleiben, genauso wie wenn sie in einem Schrank wären. Und jetzt gibt es leider ein kleines Problem. Früher konnte man nämlich diese Objekte einfach mit Arsen oder Lindan behandeln. Das heißt, die sind sehr stark vergiftet worden, um sie vor Fraß zu schützen. Es gibt unter anderem ein Insekt, passende Überleitung, den Museumskäfer, der ernährt sich von anderen organischen Substanzen wie Häuten, Haaren, Chitinpanzern. Und wenn der hier reingeht, sieht es schlecht aus. Motten sind ein Problem. Und Motten sind überall da, wo sich Staub anreichert. Und jetzt sind wir zum Glück in den letzten Jahren zu einem Museum geworden, das ohne Corona hier jeden Tag Tausende von Besuchern anzieht. Das ist toll, uns freut das, aber jeder Besucher bringt Staub mit sich rein. Und je mehr Besucher hier sind, umso mehr Staubbelastung haben wir. Und es ist leider nicht möglich, den Staub immer sofort zu entfernen. Es gibt immer Ecken, wo was entsteht. Und was man sehen kann, ist, hier würde eigentlich ein Landbus stehen. Der ist jetzt gerade im Frost, weil er Befall von Motten hat. Weil man kann Vitrinen noch so dicht zu bauen. Wie man will, man ist nie 100% gefeit und seit 10 Jahren oder sowas darf man nicht mehr vergiften und jetzt merken wir nach und nach, wie immer stärker diese Schädlingsproblematik bei uns reinkommt
Und deswegen ist es toll, dass wir auch diesen Zukunftsplan haben und die 660 Millionen, weil eines der Probleme ist, dass bei uns die Besuchenden, die müssen irgendwo auch mal einen Schluck trinken und mal einen Haps essen und eigentlich ist es in Ausstellungen verboten, aber bei uns kein Platz und dann dürfen die das auch mal hier und das trägt eben auch dazu bei, dass Schadinsekten angelockt werden und das werden wir zum Glück verbessern können. Das machen wir in der Corona-Zeit und was anderes, weiß nicht, ob du schon gesehen hast, wir haben ganz neu seit diesem Jahr, seit ein paar Wochen, einen Digital Guide. Das heißt, sobald ihr wieder ins Museum kommen könnt, gibt es Audioführungen, Videoinformationen mit eurem Smartphone, könnt ihr einfach QR-Code scannen und es gibt mehr Informationen. Genau. Richtig, das Bild Biodiversitätswand, das machen wir bei Dauerausstellungen. Wir versuchen da immer also ein ikonisches Bild zu schaffen oder ein Hauptmerkmal, was auch wirklich im Kopf bleibt. Das bedeutet natürlich auch für die Inhalte, dass wir versuchen, nicht alles zu erzählen, sondern uns ein bisschen zu fokussieren, weil wir können ja die Besuchenden nicht tot machen mit all den Informationen, die es hier gibt. Bei Sonderausstellungen oder Wanderausstellungen sieht es anders aus und ich glaube, Linda erzählt euch gleich was dazu. Genau, vielleicht auf dem Weg noch, ja. Dürfen gerne ihre Fragen stellen. Was ich schon oft gefragt wurde, ist, ob die Tiere an der Biodiversitätswand alle echt sind waren. Wir können noch mal ganz kurz. Ja, wenn du magst. Dann kann ich es erklären. Tschüss, Linda. Nein, es sind nicht alle echt und ja. Das ist schade, aber das gibt auch, dass, da kann ich was erzählen. Wenn wir Ausstellungen machen, also keine Ahnung, irgendein x-beliebiges Thema, machen irgendwas zu der Tierwelt Europas oder sonst irgendwie was, wir machen was zu Artensterben, das Thema kommt halt rein. Das Erste, was wir uns fragen ist, okay, arbeitet jemand bei uns am Haus da dran und haben wir dazu Objekte in der Sammlung? Meistens ja. Das Nächste ist, welche Themen sind da wichtig? Und dann versuchen wir herauszufinden, ob das Thema überhaupt für eine Ausstellung gut ist oder ob das vielleicht eher eine Vortragsreihe ist oder ein Buch oder eine Führung oder ein Workshop, ein Event. Und für eine Ausstellung geht es immer darum, gibt es da drin Stories, die sich in Verbindung mit Objekten erzählen lassen, weil natürlich ein Besucher kommt ins Museum, um Objekte anzugucken und nicht um was zu lesen. Das kann ich zu Hause machen, ein Buch. Ja? Also hier spielen die Objekte immer eine Rolle. Und dann gibt es bei uns eine Reihenfolge. Also besonders gut ist es, wenn wir das alles in Originalen zeigen können. Wobei Original heißt, das Tier ist irgendwie verarbeitet. Jetzt müssen wir mal gucken, da vorne der Gepard wieder. Das ist, ich sage jetzt, das ist ein Original-Gepard. Stimmt aber nicht. Das ist das Fell von einem Geparden. Der Rest vom Geparden ist da nicht mehr drin. Das Skelett ist in der Skelettsammlung und vielleicht ist der Schädel drin, bei dem glaube ich nicht. Da ist ein Kunstkörper drin, der wird mit dem Fell überzogen. Das würden wir trotzdem als Original bezeichnen. Jetzt gibt es Tiere, die lassen sich nicht, da lässt sich die Haut nicht so gut bearbeiten. Und die sehen dann, wenn man es trotzdem tut, manchmal unechter aus, als wenn man versucht, einen anderen Weg zu gehen. Es gibt nämlich eine zweite Variante, wie zum Beispiel bei Fischen. Haben wir hauptsächlich hier. Auch hier gibt es Originale. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaub, der glänzende oder hier unten, es gibt auf jeden Fall einen gefriergetrockneten Fisch hier drin. Der wird dann hinterher, muss er aber überlackiert werden, weil die Farben verloren gehen. Bei Fischen ist es so, dass man einen Abguss macht. Das heißt, man hat den frischen Fisch und dann macht man das mit Latex und dann füllt man das hinterher mit Epoxy aus, dann wird das koloriert. Das ist fast so gut wie das Original, weil natürlich die Abdrücke und die ganze 3D-Struktur, die bleibt erhalten. Was wir nicht wollen, sind Modelle. Das heißt also, hier hat man einen Fisch und jetzt fängt man an, da irgendwie mit Methoden was zu basteln, was dann so aussieht ungefähr wie, das wäre eine Skulptur, das machen wir nicht. Genau, dann gibt es Objekte, die lassen sich auch zum Beispiel in Alkohol einfach aufbewahren. Die sind dann nicht extra präpariert, die kommen so aus der Sammlung. Nasssammlung haben wir hier Sachen. Und es gibt Ganzpräparate. Da haben wir jetzt, weiß ich gar nicht, ob wir hier in der Wand speziell ein Objekt haben. Da wird der ganze Körper in einer Serie von Bädern, werden sozusagen die Körperflüssigkeiten gegen harze und haltbar machende Substanzen ausgetauscht. Und dann hat man tatsächlich das ganze Tier da. Ja, das sind so
die verschiedenen, dann gibt es da oben, gibt es bei den Muscheln und Schnecken ist es so, dass nur die Hülle übrig ist, das Tier ist gar nicht da, es ist quasi, die haben ja ihr Skelett quasi außen, das was wir innen haben ist bei denen außen, da ist nur die harte Schale über, das Tier ist gar nicht mehr vorhanden. Genau, und so kann man dann überlegen, ist es jetzt ein Original, also meinetwegen der Abguss von der Karausche, das ist für mich schon ein Original, weil ich weiß, den hat der Detlef Matzke gemacht, der arbeitet jetzt nicht mehr im Museum, der lebt nicht mehr im Museum, ja, der ist im verdienten Ruhestand, aber das ist ein Matzke-Original für mich, aber für jemand anders ist es 18 nur ein Abguss. Ja, okay. Das vielleicht dazu. Aber wie selten bei uns, also wie so oft bei uns gibt es nur differenzierte Antworten? Ja, na klar, gibt immer nur differenzierte Antworten, aber wir versuchen eigentlich, der Goldstandard ist natürlich mit Originalen zu arbeiten und das passt aber auch sehr gut zur Parasitenausstellung, in der Linda sich jetzt versteckt hat, aber doch wieder gefunden. Hallo. Hi. Genau, ich habe mich versteckt wie der Blutparasit im Blut seines Wirtes oder sowas. Genau, wir sind hier in der Parasitenausstellung. Die Parasitenausstellung ist eine Sonderausstellung zum Thema Parasitismus, kann man sich vielleicht schon fast denken, aber sie hat noch eine weitere Besonderheit, sie ist nämlich eine Wanderausstellung und das macht sie tatsächlich unter den Sonderausstellungen vielleicht nochmal zu was Besonderem. Und das liegt einfach daran, dass natürlich eine Ausstellung, die dafür gemacht ist zu wandern, also das steckt im Prinzip dahinter, das ist eine Ausstellung, die wir gestaltet haben, aber die schon bei der Gestaltung selbst darauf ausgelegt ist, dass sie an andere Orte wandern kann, also in anderen Museen gezeigt werden kann. Und wenn man sich jetzt mal die vorangegangenen Ausstellungen vorstellt, ihr erinnert euch an die Biodiversitätswand, an die Saurier und auch an die Einbauten bei der Digitalisierungsstraße, dann ist da relativ klar, dass das sehr, sehr aufwendig wäre, wenn man jetzt das 1:1 irgendwo anders hinbringen will. Denn natürlich sind die Bedingungen überall unterschiedlich, die Räume sind unterschiedlich und so weiter. Und wenn man jetzt eine Wanderausstellung konzipiert, dann versucht man natürlich all das irgendwie mit zu beachten und zu schauen, wie kann man die Ausstellung von Anfang an so planen, dass sie halt möglichst dann auch variabel an unterschiedlichen Orten in die gegebenen Räumlichkeiten reinpasst. Deswegen zum Beispiel in der Parasitenausstellung sind die Themen in Module aufgeteilt. Also hier haben wir jetzt 10 verschiedene Unterthemen, alle unter dem Überthema Parasitismus. Für die, die es nicht wissen, also Parasiten ist keine feststehende Tiergruppe oder sowas, sondern es ist eine Lebensform. Das sind all die Organismen, die auf Kosten anderer Organismen leben, also die von denen was wegsaugen. Also man kennt zum Beispiel Läuse, Bettwanzen und all diese netten Begleiter, die man vielleicht auch aus dem Urlaub oder so aus dem Sommer kennt. All das, was irgendwie dein Blut saugt, das sind zum Beispiel Parasiten. Aber Parasiten gibt es auch in allen möglichen Lebensformen. Also es gibt auch Säugetiere, die parasitisch leben. Es gibt zum Beispiel Vampirfledermäuse, die haben wir auch in der Ausstellung. Es gibt Vögel, die das Blut von anderen Säugetieren trinken und so weiter. Und es gibt auch Einzeller, die im Blut leben. Zum Beispiel einer der bekanntesten ist der Malaria-Parasit, der wiederum von einem anderen Parasiten übertragen wird, nämlich von der Malaria-Mücke. Also da haben wir quasi Parasit im Parasit, mehr oder weniger. Und so gibt es das auf der ganzen Welt und es ist wirklich auch ein Thema, was man mit ganz vielen verschiedenen Sachen verknüpfen kann. Und so haben wir jetzt hier in dieser Ausstellung eben 10 verschiedene Subthemen eigentlich, die jeweils mit so einer Themeninsel, wie man sie jetzt hier sieht, präsentiert werden. Und was man jetzt hier nochmal vielleicht hervorheben kann, wenn man sich das anschaut, ist, was man jetzt als Besucher sonst nicht unbedingt so wahrnimmt, aber natürlich als Ausstellungsmensch, wie die aufgebaut ist. Ne? Also wir haben jetzt hier so Elemente, die man sehr gut auseinanderbauen kann. Ja? Wir haben hier einen Tisch, der ist super schwer, das kann ich sagen, weil ich habe sie schon häufig mit auf- und abgebaut. Also sackschwer. Hier unten 4 Beine, die kann man abnehmen, dann gibt es extra dafür gefertigte Kisten, wo dann die Beine auch nach verschiedenen Größen drin sortiert sind. Es gibt ein super gutes Manual, wo man dann immer sieht, Bein XY kommt an den Tisch und so weiter. Das heißt, wir können die tatsächlich in ganz, ganz kleine Teile zerlegen. Dann hat jedes Teil sein eigenes Schubfach in den großen Transportkisten. Und all diese Transportkisten, wo dann die Sachen reingepackt werden, wiederum passen in einen Überseecontainer, mit dem sie dann in alle Regionen der Erde verschifft werden können. Und die Parasitenausstellung hat das auch schon durch, also die war auch schon in Australien sogar. Und jeder von euch, der vielleicht schon mal in Australien war oder vorhat hinzufahren, der weiß oder sollte wissen, dass man halt tierische Exponate oder tierische Produkte eigentlich gar nicht einführen darf.
Das heißt, ein weiterer Punkt, den man irgendwie bei so einem Projekt auch mit berücksichtigen muss, ist eben, was sind denn die Vorschriften eigentlich in den Ländern? Wenn man jetzt tierische Exponate, wie zum Beispiel diese Schädel hier oder andere Sachen, über eine Landesgrenze oder außerhalb der Europäischen Union verschiffen will, dann braucht man nämlich gesonderte Dokumente, man braucht ganz viel Papierwerk. Aber vor allem, wenn es um Parasiten geht, was ja häufig auch mit Krankheiten verbunden ist, dann wird es halt nochmal besonders tricky. Und vor allem in Ländern wie Australien, kann ich euch sagen. Was wir hier in der Ausstellung gemacht haben, wir wollten nämlich auch hier natürlich die Exponate in ihrer, wie soll ich sagen, möglichst authentisch alles zeigen, was man sehen kann. Jetzt ist das Problem bei Parasiten, dass die in der Regel auch relativ klein sind. Und das heißt, man kann die eigentlich am besten sehen, wenn man sie vergrößern würde. Wir wollen aber auch immer die Originaltiere zeigen. Das haben wir also gemacht, um auch um die erstens haltbar zu machen, zweitens sichtbar zu machen. Die sind in Acryl eingegossen. Ja, jetzt kann man hier zum Beispiel sehen, da sind wir wieder beim Thema Insekten, einmal die Honigbiene und die Milbe, die Honigbiene befällt, die ist hier neben ganz, ganz klein. Und was man auch schon sehen kann, ist, dass natürlich diese Technik des Einbettens in Acryl eigentlich total cool ist, weil dadurch kann man die Objekte von unten anleuchten. Aber damals, als wir das gemacht haben, das ist jetzt schon 10 Jahre her oder so, also so alt ist die Ausstellung tatsächlich auch schon, da war das noch komplett neu. Also heute hat man das vielleicht schon häufig gesehen, aber damals hat es tatsächlich jemand für uns entwickelt, extra diese Technik. Und man sieht jetzt hier schon, da sind so komische Ringe drum. Das heißt, es war damals noch nicht so elaboriert, es ging noch nicht so gut. Man hatte die Technik noch nicht so super gut raus, man musste das irgendwie extra einbetten, nochmal ausschneiden, reinfügen. Also heute würde man es bestimmt viel schicker hinkriegen, aber damals war es der absolute Renner, dass das überhaupt in so einer Form präsentiert wird. Denn wenn man jetzt das Licht ausschalten würde, dann ist das Objekt eigentlich gar nicht sichtbar. Also ohne diese extra Beleuchtung kommt es tatsächlich gar nicht zur Geltung. Und so haben wir im Prinzip da mit dieser Technik des Einbettens und des verunten Beleuchtens geschafft, diese winzig kleinen Parasiten eben auch in der Ausstellung sichtbar zu machen. Was würdest du denn sagen, wie lange dauert Auf- und Abbau oder Auf- oder Abbau? Dauert fast gleich lang. So, wir sind mittlerweile bei 2 Tagen. Also okay. Wir haben zwei eingespielte Teams, die das immer machen. Und eigentlich ist es auch ganz schön, weil tatsächlich mit dieser Wanderausstellung unser Team auch immer mal an andere Orte reisen kann und andere Museen sehen kann, Kollegen da kennenlernen kann. Das heißt, jeweils 5 Leute reisen dann dorthin und nehmen die Ausstellung in Empfang. Die wird dann natürlich dahin geliefert, das machen wir nicht selber, aber die kommt dann da an und wir bauen es auf. Und so mittlerweile sind wir so gut eingespielt, dass wir das eigentlich in 2 Tagen plus minus hinkriegen. Wir können sprechen im Support. Ja, auch im Podcast sprecht ja viel davon, dass euer Beruf sehr von Teamarbeit abhängt. Das heißt, mehr dazu erfahrt ihr in der aktuellen Folge von Beats and Bones von den beiden, von Linda und Uwe. Und ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ich mache mal einen blutigen Abstecher hier an der blutsaugenden Fledermaus entlang. Das ist ein Objekt, was ja die wenigsten Leute tatsächlich sehen, weil es so gut getarnt ist. Aber tatsächlich eine blutsaugende Fledermaus hier am Wollschaf. Und es passt eigentlich auch ganz gut zum weiteren Objekt, was wir hier drin haben. Und den seht ihr hier gleich hinter mir. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man eine Ausstellung macht, Sonderausstellungen, die in Räume rein müssen, die vielleicht schon vorher für irgendwas genutzt werden. Manchmal hat man da auch Sachen drin, die man nicht los wird. Also sozusagen, man hat nicht den White Cube, das wäre natürlich irgendwie super toll. Wenn du immer den leeren Raum hättest, den du komplett neu gestalten kannst, das ist ganz häufig nicht so und man muss dann mit Sachen zurechtkommen, das Beste aus Situationen machen. Und eine solche Altlast haben wir jetzt. Altlast, ich sage das mal in Anführungszeichen, weil natürlich einige von euch werden ihn kennen. Das ist unser Tristan T-Rex-Schädel hier hinten. Und das ist so eine Altlast, die wir jetzt hier integriert haben, weil wir einfach den Schädel nicht aus diesem Raum rausholen konnten, weil die Vitrine nicht abgebaut werden kann. Und hinter dem Schädel versteckt sich, wie kann es anders sein? Uwe. Ja. Und das ist echt irre in diesem Raum, weil ich stehe 5 Meter von euch weg und kann nicht bestehen, was du sagst, was du hast. Aber Schädel habe ich verstanden, genau. Gut, ich darf wieder. Also, Tristan ist im Moment in Kopenhagen. Das ist auch ein Teil unserer Ausstellungsarbeit, ist dieses mit anderen Museen in Kooperation treten. Das war ein tolles Projekt. Uns tun die Kollegen gerade ein bisschen leid, weil die haben sehr viel Zeit und sehr viele Ressourcen investiert in eine Sonderausstellung.
und sie hatten sie 4 Wochen offen und dann kommt Corona und sie können quasi das Museum dicht machen. Deswegen gibt es auch eine Verlängerung, aber Tristan kommt zurück. Nächstes Jahr, wir freuen uns schon darauf. Was hier geblieben ist, ist eine Schädelkopie. Warum? Weil diese Vitrine, in der eigentlich der Originalschädel drin ist, die ist so schwer und so kompliziert auf- und abzubauen, dass wir die für diese temporäre Zwischennutzung nicht rausbauen können. Dann können für das Geld, was das kostet, können wir sie neu bauen. Deswegen machen wir es nicht. Und ist auch, passt auch sehr gut. Und ich weiß nicht, wie zufällig liegt hier. Weil es ja nur ein Abguss ist, gibt es ein anderes Stück Abguss und das kann ich jetzt nehmen auf dem Weg zu der nächsten Station, um ein bisschen zu erklären, warum es toll in die Parasitenausstellung passt. Tristan ist nämlich ein Fossil, das bestimmte Erkrankungsmerkmale aufweist und unsere Wissenschaftler sind zum Teil spezialisiert darauf, so frühe Krankheitsgeschichten aufzudecken. Und was man sehen kann, also das ist jetzt Unterkiefer, das wäre quasi hier so. Da gibt es hier einen Knochenwurst. Das ist eine Aberration. So, und vielleicht, während wir gehen, also weiß ich, hast du es. Ja, also drauf. Ist hier so ein Wurst. Jetzt kann man sich vorstellen, jeder, der schon mal Zahnschmerzen hatte, also vielleicht kurz vor Wurzelbehandlung, irgendwie vereiterte Wurzel oder so, ist extrem schmerzhaft. Bis sich das so auswirkt, dass sich ein Knochen verändert, das will keiner sich von uns vorstellen. Tristan und du musst echt furchtbare Schmerzen gehabt haben. Und jetzt haben unsere Forscher festgestellt, das ist keine Krebswucherung, das war eine Hypothese, sondern es ist vergleichbar mit Krankheitsbildern, die man heute auch findet. Und es ist eine Bakterieninfektion. Und Bakterien sind ja Lebewesen und die haben als Lebewesen ihren Lebensraum, diesen Dinosaurier, den Tyrannosaurus Rex gewählt. Damit sind sie parasitisch unterwegs und passt wunderbar in die Ausstellung. Vielleicht, Tristan war ja ein super interessantes Projekt für uns. Manchmal ist es so, dass eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie kommen wir eigentlich zu unseren Themen. Und ich bin jetzt schon viele, viele, viele Jahre hauptberuflich tätig als Ausstellungsmacher und Entwickler. Und ich habe noch nie eine Ausstellung gemacht, wo ich mir das Thema selber ausgedacht habe. Und ich glaube, das ist vielleicht gut so. Weil, was ich euch noch gar nicht erzählt habe, ist, was so das oberste Prinzip ist, wenn wir im Team eine Ausstellung machen. Man könnte ja sagen, wir versuchen die allumfassendste Ausstellung zu machen oder wir versuchen eine zu machen, die besonders interessant, die bestimmte Aspekte toll macht, die tollen Medien einsetzt und sonst was. Und unser ganzes Team ist davon durchdrungen und manchmal steht es auch als ein Satz drüber. Unser oberstes Ziel ist, die am wenigsten langweilige Ausstellung zu machen, die wir hinkriegen. Und was dahinter steckt, ist, dass wir jedes Mal im Team irgendetwas finden müssen, was uns begeistert. Und dann ist es gut, wenn man sich die Themen nicht selber aussucht, sondern wenn man vielleicht manchmal denkt, muss man jetzt unbedingt zu DNA was machen, was kann man denn da zeigen oder muss es denn unbedingt was zu Pandas sein, muss unbedingt das sein, muss unbedingt das sein. Und es war fast jedes Mal so, dass wir gedacht haben, oh nee, könnte es nicht was anderes sein. Und dann finden wir was uns begeistert und das ist der Schlüssel für mich zum Erfolg, weil wenn das Team nicht begeistert ist von der Idee, was wir umsetzen müssen, dann kann keine Begeisterung in die Ausstellung kommen und dann kann sich auch keine Begeisterung übertragen. Bei Tristan war das ein bisschen anders. Also wir waren da schon auch begeistert, aber vielleicht, es war ein Hochdruckprojekt. Wir mussten in unglaublich kurzer Zeit ein hochwertiges Fossil ausstellen. Und das Fossil war aber gar nicht da. Wir wussten, die Eröffnung ist der 16. Dezember und im Oktober war immer noch nichts da. Außer, man hat es vorhin gesehen, der Schädel, der ist nicht artikuliert, sondern die einzelnen Segmente des Schädels, wie zum Beispiel der Unterkiefer, dann kommt hier das nächste Stück, sind über 50 Einzelfragmente. Und diese Fragmente, die hatten wir. Und ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen, mich hat es so ein bisschen genervt. Alle waren so,
T-Rex. Und ich stehe so, nachdem jeder gesagt hat, oh wie cool, habe ich angefangen zu denken, es geht mir auf die Nerven ein bisschen. Das ist so, es ist wirklich so cool, wir arbeiten alle im Naturkundemuseum, wir haben alle mit Objekten zu tun, die echt alt sind und so. Und ich dachte tatsächlich, ich bin ein bisschen immun dagegen. Und die Kiste kommt, die Kisten kommen vom Schädel, wir haben die, gibt es auch noch schöne Aufnahmen davon. Wir machen die Kisten auf und eines der ersten Stücke, das wir gesehen haben, war das Ding, dann im Original. Der Deckel geht auf und ich kann mich erinnern, es standen neben mir standen noch zwei andere Leute. Wir waren wie magisch vom Blitz getroffen, von der Ausstrahlung von dem Objekt. Und ab da hat uns das dann auch nicht mehr losgelassen. Und dann haben wir versucht, ganz viele tolle Ideen umzusetzen. Und standen komplett unter Strom, aber das Skelett war noch in Nordamerika zur Aufarbeitung. Und unter anderem haben wir dann angefangen zu überlegen, ja, was gibt es denn da für Philosophien und so. Dann haben wir angefangen, naja, dann schreiben wir halt mal ein Buch, ein schönes Buch dazu, das sich mit den einzelnen Objekten auseinandersetzt. Warte mal, wenn ich das hier ablege, wie zufällig passt das hierher. Da sieht man diese Einzelknochen. Es gibt auch irgendwo eine Übersicht. Und dann haben wir quasi zu jedem Element des Schädels haben wir eine kleine Geschichte geschrieben, was wohl alles passiert ist seit der Zeit, wo Tristan gestorben ist, bis er dann wieder an die Erdoberfläche kam. Und haben dann irgendwie gedacht, naja, der kommt ja aus dem Stein. Wenn der aus dem Stein kommt, vielleicht packen wir das Buch in Stein und haben dann tatsächlich im Team aus purem Kreativitätsüberschuss und nicht wissen wohin mit der Energie angefangen, händisch diese Bücher in Beton einzugießen. Dann kann man den Deckel hier oben knacken, man muss sozusagen das Buch ausgraben, wie das Fossil in der freien Wildbahn. Genau, davon haben wir glaube ich so 70, 80 gemacht, dann war die Begeisterung auch vorbei, weil das ist echt viel Arbeit. Naja, okay. Bleibt am Ende dieses kleinen Live-Rundgangs noch ein Blick dahin, wo wir arbeiten. Und da war Linda. Wie geht's denn Tristan eigentlich in Kopenhagen? Tristan geht super in Kopenhagen. Die hätten nur gerne ein bisschen mehr Zeit, um es dann tatsächlich auch auszuleben. Aber für die ist es auch super. Und hier. Hallo. Und willkommen in unserem Planungslabor. Genau, das ist unsere letzte Station heute und im Prinzip auch ein bisschen unsere Homebase. Das heißt, Uwe wird jetzt auch hier bleiben, gehe ich mal von aus. Genau, also das ist der Ort, wo wir arbeiten. Aktuell seht ihr, es ist ein bisschen im Umzug befindlich. Also vielleicht seht ihr es auch nicht, aber ich sehe es natürlich. Wir ziehen nämlich gerade von einem Stockwerk drüber hier runter. Das heißt, alle unsere Arbeitsplätze werden hin und her bewegt. Zum Glück sind unsere Arbeitsplätze Rollrüstung. Das ist auch absichtlich so. Also all das, was ihr hier seht. Sind unsere Schreibtische. Da sitzen wir sonst dran. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, rund 20 Leute hier im Team, die dieses Kreativbüro bevölkern. Und wir sind absichtlich eigentlich auf Ausstellungsebene gezogen, damit wir auch die Türen aufmachen können und unsere Besucher zum Teil reinlassen können, aber zumindest, dass sie auch reingucken können. Das heißt, wenn ihr irgendwann im Museum seid, es wieder auf hat, dann könnt ihr uns hier auch besuchen. Wir freuen uns auch drauf, wenn Leute uns ansprechen. Also es wird hier die Türen offen sein. Aber was ihr hier auch seht, sind so ein paar Sachen, von denen wir uns nicht trennen können. Also du auf der einen Seite. Genau, zum Beispiel so ein Exponat aus einem alten Ausstellungsprojekt. Das ist aus der ARA-Ausstellung. Sieht man ja direkt, ne? Also Schweinehälfte. Uwe hat vielleicht auch schon gesagt, was wir gerne machen in Ausstellungsprojekten, ist polarisieren. Das heißt, mitten in dieser ARA-Ausstellung mit den wunderschönen Vögeln war diese Schweinehälfte und die stand da drin dafür, darauf aufmerksam zu machen, dass eben unser Fleischkonsum hier in Deutschland und in Europa direkt auch was damit zu tun hat, dass Lebensraum irgendwo anders auf der Welt zerstört wird. Ja, übrigens auch eine coole Geschichte, weil mit jeder Ausstellung gibt es irgendwie Sachen, die dann auch länger hängen bleiben. Das ist jetzt auch ein Abschuss, die Schweinehälfte, weil dieses ganze Präparat hätte man dann, PEG heißt das Verfahren, wenn man alles behält und das komplett durchdringt. Das hätte zu lange gedauert und wäre vom Aufwand her nicht gerechtfertigt gewesen für eine Sonderausstellung. Also haben wir eine Schweinehälfte besorgt, die wir dann abgießen.
die unsere Präparatoren abgegossen haben und dann daraus dieses tolle Präparat gemacht haben. Und seitdem wissen wir, dass Schweinehälften nicht komplett geliefert werden, weil der Anruf kam, die Schweinehälfte ist da, aber es ist der falsche Kopf. Da war die Frage, wie kann es der falsche Kopf sein? Tatsächlich werden die Schweinehälften in der Schlachterei zerlegt und wir haben dann, wir haben eine linke Seite, aber einen rechten Kopf zuerst gehabt und dann mussten wir den Kopf umtauschen. Ist auch sehr skurril, wenn man dann am Telefon ist und sagt, ich möchte gerne einen Schweinekopf umtauschen. Naja. Genau, ja, und hier drüben, wir nutzen den Raum, der ist ja relativ groß, auch gerne, um so Probeaufbauten zu machen und Mockups. Und hier sehen wir jetzt gerade einen Probeaufbau von einem Projekt, was wir gerade gestartet haben. Das heißt Y-Walk. Und die Idee hinter Y-Walk ist, dass wir das Museum in die Stadt bringen und zwar Objekte aus dem Naturkundemuseum in leerstehende Ladenlokale einziehen lassen. Und daraus soll dann ein Pop-Up-Walk entstehen, sodass ihr, falls ihr durch die Stadt lauft, hoffentlich an vielen Ecken und Enden eben Objekte sehen könnt, die in diesen Schaufenstern dann hoffentlich die, ja, wobei so trist ist es ja heute gar nicht mehr draußen, aber zumindest in den letzten Monaten war es ja häufig sehr trist draußen, mal ein bisschen Farbe in die Stadt bringen. Hier, das ist jetzt der, wie wir ihn intern nennen, Wovi Wombat. Das ist nämlich das Patentier von Klaus Wobereit, ein Wombat. Und passend zu dem Tier gibt es dann immer eine Story, die auf die Schaufenster außen am Laden geklebt wird. Und wir haben jetzt zwei Fenster am Start und hoffen natürlich, dass da noch viele mehr dazukommen. Wir sind bereit, 30 Millionen Objekte, ihr wisst Bescheid. Genau. Falls ihr einen Laden habt oder wer jemand kennt, wer einen Laden hat oder jemand kennt, der einen Laden hat oder jemand kennt, der jemand kennt, der einen Laden hat, der gerade leer steht und der vielleicht durch was Witziges, Neues drin ein bisschen Werbung für sich machen muss, meldet euch auf unserer Homepage Wildwalk angucken, da ist die Kontaktadresse. Sehr gerne, wir haben echt Lust drauf, da noch weiter in die Stadt zu gehen. Genau, ja, und es gibt viele süße Objekte, unter anderem mein Lieblingsobjekt ist ja wieder Fennec, der Wüstenfuchs. Und für alle, die irgendwie Mandalorian oder so geguckt haben, also ich finde, vom Gesicht her gibt es eine leichte Ähnlichkeit zu Grogu. Aber gut, das ist vielleicht für die manche unter euch. Genau, vielleicht können wir, ich muss mal gucken, wie spät ist es? Also ich hätte schon mal zwei Fragen an alle anderen. Lange habt ihr die beiden nicht mehr vor der Kamera, das heißt, jetzt noch Frage stellen. Die eine Frage war, gibt es diese in Beton eingegossenen Bücher noch? Ich habe mir meine Schulter gelinst und habe gedacht, ich hätte keine Werbung machen sollen. wir produzieren die nicht mehr. Tatsächlich, wenn es einzelne Interessenten gibt, an Markt schreiben, möglicherweise haben wir noch eins, das man noch hergeben kann. Die sind alle abverkauft, aber man hat ja eben gesehen, da draußen hatte ich anderthalb quasi. Vielleicht finden wir noch eins, dann muss man sich einigen. Der Preis war damals, weiß ich nicht mehr. So. Vielleicht gibt es noch eins, aber es sollte jetzt keine Werbung sein, dass wir da noch hunderte hatten, weil tatsächlich, ich habe die gegossen zusammen mit einer Kollegin von der Kreft, die jetzt heute gar nicht da ist. Dann standen wir da mit dem Eimer und dann hat man irgendwann, war dann auch Tristan sagen, wir mussten arbeiten, dann konnten wir das nicht mehr machen. Ja. Genau, also einfach mal eine direkte Nachricht schicken hier bei Instagram und dann schauen wir mal, ob was geht. Die andere Frage war, also es gibt ja auch, also es ging ja schon darum, dass wir nicht so textlastig sind als Museum, aber wer schreibt denn die Texte, wenn sie da sind? Oh, das ist übrigens ein Trugschluss. Ich habe gesagt, wir haben jede Menge Texte und wir haben mehr Texte da, als man bei einem Besuch lesen kann und will und mehr, als man bei drei Besuchen lesen kann und will. Was wir nur versuchen, ist, dass wir die Situation vermeiden, wo Objekt und Information direkt in der Konkurrenz stehen. Wir versuchen, das in verschiedene Ebenen zu bringen und wir versuchen auch, die Informationen in verschiedene Hierarchien zu packen. Was weiß ich, dass man schnell erkennt, das ist jetzt ein Text, der erklärt mal kurz, um was es in dem Raum geht, wenn ich das wissen will, aber nicht auch noch, was dieses Objekt kann und so weiter. Und dann gibt es andere Texte. Man kann es erkennen, man kann sich die Sachen raussuchen, die man will. Schreiben wir die Texte. Häufig wir als Kuratoren, aber wir haben ein Redaktionssystem, wo wir viele, viele Kollegen immer mit einbinden, weil wir wollen vermeiden, dass wir eine zu fokussierte Sprache haben, eine zu fachspezifische Sprache. Ich habe es gar nicht gesagt, ja, unser Hauptfokuspublikum sind Erwachsene. Das heißt nicht, dass wir die Kinder nicht wollen, aber wir wollen halt die breite Masse erreichen. Wir stellen fest, wenn wir ein schönes Objekt haben, gefällt es Kindern und Erwachsenen,
Und wenn wir jetzt auch einen Text zum Beispiel zu einem Wombat schreiben, würden wir den eher auf Erwachsene ausrichten als auf Kinder, weil auch häufig, wenn Familien da sind, die Eltern für die Kinder lesen und dann ist es besser, wenn die Eltern das Gefühl haben, der Text ist für sie geschrieben. Aber wir wollen, dass auch zum Beispiel ein 10-Jähriger die Texte verstehen kann. Ja? Und dann holen wir sehr viele Kollegen mit rein oder manchmal geht es auch nach außen, dann lässt man Korrektur lesen. Ja. Also am Ende, meistens arbeiten so 4 bis 6 Leute an Texten. Ja. Und ich glaube, also ich meine, es ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wir hatten durchaus auch schon textlastigere Ausstellungen als andere und ich glaube tatsächlich auch, dass die Mischung das ein bisschen macht. Also wir haben Ausstellungssäle auch hier, wo sehr wenig Text ist und dann gibt es andere, wo mehr vorhanden ist. Und ich glaube, so langweilen sich die Leute auch nicht, weil es sich immer ein bisschen abwechselt. Es gibt das Beispiel mit der AFA-Ausstellung. Das war die Ausstellung, wo wir die meisten Texte überhaupt hatten, jemals war mein Gefühl. Wir hatten tonnenweise Texte. Und wir haben die aber, weil Südamerika ganz viel im Stadtbild mit so hier mal einen Zettel hingeklebt und da ist mal eine Nachricht und da ist was an die Wand gesprayt. Davon hatten wir uns inspirieren lassen, haben die Texte wie so Sushi-Häppchen überall mal hier und da hingeklebt. Und ich habe im Gästebuch, als die Ausstellung lief, hatte ich mehrmals den Kommentar, tolle Ausstellung, auch schön, dass nicht so viele Texte drin sind. Ich dachte so, das ist voll lustig, weil es sind mehr Texte drin, aber man empfindet es nicht so. Also meistens geht es darum, wie baut man die Ausstellung auf, dass eine bestimmte Empfindung entsteht. Ja. Aber gut. Ja gut, jetzt kommt gerade der Kommentar, vielleicht 2 Texte, einen leichten, einen schwer. Aber ja. Hat man wieder das Platzproblem wahrscheinlich. Ja. Genau, das ist immer schlimm, wenn wir, also Kollegen in Text ist tatsächlich für Ausstellungen ein schlimmes Ding am Anfang. Wenn man erstmal drinsteckt in dem Thema und gesagt hat, das ist alles toll, man will mehr wissen, dann ist das nicht so schlimm. Aber jetzt Kollegen wie in Brüssel, die mit 4 oder 5 Sprachen gleichzeitig arbeiten müssen, das ist echt, das reduziert die Menge an Informationen, die man pro Einheit machen kann. Und wir experimentieren viel damit, weil wir wollen ja die Informationen mit reingeben in die Ausstellung. Darum geht es ja auch, geht ja immer um Botschaften. Aber wir suchen immer nach Möglichkeiten, wie man möglichst wenig gedrucktes Wort braucht. Also wie viel kann denn, manchmal kann ein Film in 20 Sekunden mehr sagen als so ein Text und manchmal können 3 Wörter mehr sagen als eine ganze Grafik und das gilt dann halt immer abzuwägen und zu gucken, wie man die Sachen kombiniert. Habt ihr denn vielleicht so einen Geheimtipp oder einen Lieblingsort in der Ausstellung von euch beiden? Bei uns in der Ausstellung? Ja. Vielleicht irgendwas, was man ansonsten vielleicht übersieht, wenn man gar nicht so richtig hinguckt, aber oder? Das weiß ich nicht. Also für mich ist die Nasssammlung ein totales Highlight. Ich hätte jetzt eher gesagt, ich kann ein Lieblingsmuseum sagen, wo man mal hingehen kann, aber bei uns ist natürlich alles toll, das ist aber ganz unterschiedlich, weil halt jeder so andere Geschmäcker hat, ja. Aber du hast schon auch gesagt. Weil ich finde es auch total schwer, weil ich weiß nicht, ich bin ja ans Museum gekommen, letzten Endes auch mehr durch Zufall, weil ich selbst als Besucherin reingekommen bin und irgendwie total geflasht war irgendwie von der Aura und von dem, was die Ausstellungen bei mir ausgelöst haben. Deswegen würde ich sagen, es trifft bei mir fast auf alles zu, was wir hier drin haben. Also ich kann sagen, bei mir, es gibt einen Moment, wo immer was Besonderes passiert. Und zwar, jetzt im Moment ist unser Impfzentrum nahe dem Informationstresen und dort liegt das Gästebuch. Und früher Testzentrum. Testzentrum? Habe ich das falsch gesagt? Du hast Impfzentrum gesagt. Nicht, dass wir morgen die Ersten kommen. Es wird nur getestet. Sorry. Wie kann das passieren? Und da liegt das Gästebuch und da bin ich auch früher nicht dauernd dran, aber tatsächlich in das Gästebuch manchmal reinzugehen und zu sehen, dass man was gebaut hat, was die Leute wertschätzen und manchmal stehen da Sachen drin, die man selber nicht erwartet hätte und das ist schon echt cool, dieses Feedback auch immer zu kriegen. Aber vielleicht, weil ich jetzt schon dran... Nein, das ist doch klar. Also ich weiß jetzt, wo ihr hinkommen müsst, weil natürlich, wenn ihr kommt, müsst ihr zu uns kommen, weil wir das Büro bald wieder offen haben. Genau, wir wollen ja auch noch offener werden, noch partizipativer. Wir planen also für den großen Zukunftsplan, werden natürlich Ausstellungen überarbeitet, aber auch auf dem Weg dorthin entstehen neue Sachen. Und wir haben echt Lust auszuprobieren, wie viel man von außen mit reinnehmen kann an Inspiration. Das heißt also, direkt wo wir jetzt stehen, hier wird so eine Ecke entstehen für so Dialogformate zusammen mit Besuchern und Besucherinnen.
Wir haben draußen das Treppenauge, wo man Informationen geben kann. Und wir freuen uns echt drauf, wenn man hier wir wieder alle zusammenarbeiten können, aber auch B, da draußen wieder Besucher unterwegs sind, die wir einladen können, um mit denen gemeinsam zu gucken, wie die Zukunft des Naturkundemuseums aussehen kann. Also ich finde, besser kann man diesen Livestream nicht abschließen. wir bedanken uns bei euch. Danke auch an alle, die zugeschaut haben. Viel mehr von euch hört man ja noch im Podcast Beats and Bones seit gestern online. Gerne reinhören und auch im Laufe der Woche hier auf Instagram. Und genau, nochmal tschüss und danke an euch beide. Und danke, Marc. Schönen Abend. Ja. Ciao.